Herr Minister, danke für die Aufklärung über die heiligen Pflichten der Landesregierung. Ich würde mir wünschen, dass Sie im Rahmen Ihrer verfassungsmäßigen Pflichten meine Frage beantwortet hätten. Herr Minister, habe ich. Ja, die Frage war, welche Werbemaßnahmen ergreifen Sie und wie viel haben die gekostet oder wie viel werden die kosten? Darauf habe ich keine Antwort bekommen. Da können Sie lange Elaborate darüber machen, wie toll Sie die Kreisgebietsreform finden, aber Ihr Auftrag ist es, die Frage zu beantworten und nicht Lacher zu erzeugen und sich darüber zu belustigen, dass Sie mich im Endeffekt mit Oberkrämer konfrontieren, womit ich überhaupt nichts zu tun habe. Also, BVB Freie Wähler stellt weder einen Gemeindevertreter noch einen Bürgermeister in Oberkrämer. Ich weiß nicht, was dort passiert, also antworten Sie mich damit, sondern welche Werbemaßnahmen werden ergriffen, wie viel kosten diese Werbemaßnahmen? Das möchte ich gerne wissen. Wir haben zunächst gar nichts geplant. Und was nicht geplant ist, kann nichts kosten. Damit ist Ihre Frage hinreichend beantwortet. Frau Präsidentin, soweit ich die Geschäftsordnung des Hauses kenne, sind Nachfragen zugelassen, die sich auf den Vortrag oder auf die Antwort beziehen. Ich habe in meinem Vortrag. Nein, Herr Minister, da muss ich Sie korrigieren. Das ist bei Kurzinterventionen der Fall. Ansonsten bei Fragen ist der Kreativität der Abgeordneten sind hier keine Grenzen gesetzt. Also da bitte ich Sie Frau wirklich, Präsidentin, ja. deshalb kann ich natürlich nicht alles auf Punkt und Komma genau beantworten. Ich kann Ihnen sagen, dass wir für die bisherigen Maßnahmen etwa 190.000 Euro geplant haben. Der Haushaltstitel für die Öffentlichkeitsarbeit des MIK beträgt 55.000 Euro, so die Recherche unserer Fraktion. Können Sie bitte dem Hohen Haus erklären, wie Sie von einem Haushaltstitel in Höhe von 55.000 Euro und etwa nach Ihrer Auskunft 190.000 Euro für die Öffentlichkeitsarbeit finanzieren. Können Sie uns erklären, wie Sie dieses Kunststück vollbracht haben? Aber verehrter Herr Dreetz, das ist doch für Sie eine rhetorische Frage. Sie sind doch Profi, sitzen seit vielen Jahren im Haushalts- und Finanzausschuss und wissen um die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Haushaltes in einem Ressort. Also gibt es die Möglichkeit, durch Minderausgaben an anderer Stelle die Deckung herzustellen. Das muss ich Ihnen noch nicht erklären, Herr Breetz. Nein, das ist ein eigener Haushaltsabschnitt. Das geht, wissen Sie auch, nicht.